Ich finde dein Game Approach voll kacke. Auch wenn es im Team wäre, ich würde dich kacke finden. Hallo. Servus. So, Elo. Currently Master 144. Master. Rolle. AD Carry. AD Carry. Was spielst du so? Vayne OTP nicht mehr mal gewesen. Vayne Kaiser Serie. Vayne Kaiser Serie, okay. Ja, okay. Actually, momentan Vayne am Spam, do wieder, weil kann der Gutsch. Wo siehst du denn so deine Probleme? Good question. I guess Games from Behind zu spielen erstmal, was so die klassische Antwort ist. Gerade definierst du als Behind? Behind sehe ich schon, gerade auf Botlane. Wenn ich 0-1 stehe, Enemy hatte besseren Recall, als ADC bist du halt instantly machtlos gefühlt, weil halt AD Carry so gut über Stats scaled, kannst du halt nichts mehr 1v1 so. Mhm. Gerade da wieder zurück ins Game zu kommen und halt teilweise im Midgame würde ich sagen, ist ein Riesenproblem zu erkennen, ob ich jetzt zum random Teamfight-Move oder nicht, heißt die Randomness so ein bisschen zu predikten, von was da jetzt für Fights ausbrechen, selbst wenn nichts ab ist. Oh, Classical, okay, ja, du kennst. Dieses Farm versus Dingens, ne, okay. Ja, also. Bist du erst neu im Master? Nee, vorletzte Season war ich das erste Mal Master, also Season 12. Und letzten Split habe ich 640 LP gepeakt und hatte dann irgendwie keine Motivation mehr, habe aufgehört zu spielen so richtig und nur für Fun gespielt. Bin dann so Richtung 200 LP gedroppt wieder und dann, ja. Okay. Dann in den niedrigen State. Okay, gut. Weißt du, wie ein Coaching bei mir aussieht? Yes, Pi mal Daumen, ich queue und du kriegst einen Stream. Genau. Okay, erzähl mal was. Ja, Rougher Lane, dadurch, dass ich Vayne First Pick habe, Senna haben wir gesehen, war okay, habe ich mir gedacht, spiel ich Fleet gegen, ist fein, die Gegner sind eh nicht so tanky, dementsprechend brauche ich keinen Lethal Tempo. Drei Pots Longsword, weil wir brauchen Sustain, Fleet gegen Caitlyn, Senna ist halt eine Rougher Lane, aber meiner Meinung nach, Vayne ist halt nach zwei Items einfach viel stärker als Caitlyn, als auch Senna. Heißt, wenn ich da hinkomme, bin ich fein. Jungle-Matchup ist... sehen, wo die Briar hinpafft. Wenn sie Bot-Path, können wir traden, können fighten. Ich glaube, 3 gegen 3 gewinnen wir. Ja, mal sehen. Wir kommen zu einem Item-Start. Zu 3 Pots Longsword. Weil 3 Pots gegen die beiden für den Sustain, weil die werden token in Lane. Hast du nicht hier viel zu melden? Geht so. Also, wenn mein Team reingeht, kann ich halt Follow-upen, aber ich, also auf Lane mache ich gar nichts, meiner Meinung nach. Also gegen Senna, Caitlyn, die werden halt, während ich farme, werde ich versuchen zu poken. Ich versuche halt einfach gegen zu sustainen, nicht zu weit behind zu fallen und wenn mein Team macht, follow ich. Ich glaube, Teamfights sind für uns viel besser. Aatrox, Briar, Diana. Diese Lane hier ist absolut Piss-Cancer. Das Ding ist halt, also er hat hier, die Lane sieht er so aus, die synergieren halt nicht, ne? Das ist auch nicht seine Schuld. So, jetzt macht hier so jeder so ein bisschen sein eigenes Ding quasi. Er wird einfach nicht gepunished, ne? Finde ich voll crazy. Er wird nicht für seinen Piss-Pick gepunished. Crazy, Digga, er hätte auch direkt kalt starten können. Ich find's voll frech, die gehen dich einfach nicht an. Ja, die lassen mich farmen. Ist sehr respektabel von denen. Hätte ich nicht erwartet. Na, da gibt es erstmal gar nicht so viel zu sagen. Wir warten alle mal so ein bisschen ab. Er wird halt nicht gepunished, er kann halt sehr viel farmen. Xerath hittet auch seine Sachen, was gut ist. Crazy, die brauchen auch echt lange, diese Platten zu bekommen. Die haben auch gar keine Ahnung von Wave Control. Ja, ja. Könnten einfach Wave stacken, aber... Ja, ja, genau. So, we don't do that here. Wave 1 Zone, Wave 2 Slow Push, du crashst und dann gib ihm. Ah, ist gewardet, da erinnern wir auch. Boah, das hat ihn jetzt aber viel Leben gekostet. Ja, wir können halt nicht... Wir kommen hier da gar nicht rein. Okay. Ice Tot. Das war ein interessanter Move. Wie geht's jetzt weiter für dich? Na, jetzt haben wir ja den ersten Einkauf. Ja, nehmen wir 6 auch bald an. Viel einfacher zu farmen. Also ich werde mich wahrscheinlich daran halten, zu gucken, wie Rek'Sai, Briar pathen. Also die Lane wird nicht einfacher vorerst. Außer wenn Xerath tatsächlich Kills bekommt und auf einmal gut poken kann. Und ich dann einen Angle finde, wo ich All-In kann. Oder wenn die sich mal dumm condemnen lassen. Oh,
Oh, okay. Es wird ein Poke aber richtig schlimm. Ja, die hatten ja auch Recall. Spielt Lethality. Ja gut, der Plan für das Game. Xerath. Ist bis jetzt Statics Trinity zu gehen. Was momentan Standard ist auf Vayne. Aber wenn ich sehe, dass wir nicht genug Damage haben, kann ich auch Rageblade kaufen, das Game. Bist du in der Meinung, ihr habt nicht genug Damage? Ja, gute Frage. Kommt drauf an, wie die drei hier performen. Wenn die weiter behind fallen, haben wir wahrscheinlich nicht genug Schaden. Wer? Meine Erfahrung ist so, dass wenn das Team behind fällt, dass ich wahrscheinlich eher mehr Schaden kaufen muss, um es auch zu gewinnen. Okay, ich gehe auch mal davon aus, dass es dir auch zutraust, Games zu carryen. Ja. Celity Caitlyn Spezial. Oh, finally. Boah, okay, da bist du jetzt aber wütend. Das war aber close. Boah, ich wäre aber ja, fast gut, wütend gewesen. Da ist ja keine Lane, wo wir hier die ganze Zeit chillen können, ne? Yep, indeed. Aber das sind halt die Angles. Wenn die dann auftauchen, dann kann man was machen. Aber davor bin ich halt lieber vorsichtig. Musst du denn darauf hoffen, dass die reintrollen? Ja, keiner in der Lane, meiner Meinung nach. Also wenn ich, also ich selber kann eigentlich nie traden gegen die beiden. 1v2. Weil, also gut, wenn Xerath tradet, kann ich mal versuchen, einen Autotech reinzusneaken. Aber wenn ich nach vorne tumble, wird das gar nichts. Oder wenn ich abwalke für Autotechs, die beiden haben 600 Range, Caitlyn 650, ich mit meinen läppischen 550 komme nicht so gerade ran. Wie kommst du, dass du für Schiff gehst? Weil es eine Free Lane ist. Weil ich finde halt Vayne outscaled halt nach zwei Items und most lanes are rough. Gerade wenn so viel Range Support gespielt wird. Okay, Leute. Gerade wenn so viel Range Support gespielt wird, ich kann ja den Tower lassen wir fallen, Mitte ist auch tot. Du bist auch auf Tag kurz drauf? Hammer? Ja. Okay, danke. Ich bin Vayne. Oh, holy shit. Das ist fein. Oh, der Breeze auch nicht alleine. Oh. Xerath. Maschine. Nee, aber zurück zur Frage, warum Static Shift first? Warum nicht Krakenstair zum Beispiel oder ein Blade? Weil Free Lane, also Blade, also ich bin gar kein Blade Enjoyer mehr, weil Blade viel zu teuer geworden ist. Und der Schaden einfach underwhelming ist, meiner Meinung nach. Nein, also Moment, du musst mir jetzt nicht sagen, warum nicht die anderen Items? Ne, das war jetzt nur Beispiel. Warum Schiff? Genau. Schiff ist extrem goldeffizient, die haben die Stats weitergebracht, selbst wenn die den Wavepeak genervt haben und die AP-Ratios. Macht für Vayne keinen Unterschied. Das Item hat vorher 40 AD gehabt, jetzt hat es 50. Selbe Gold-Value wie vorher. Ist einfach sehr, sehr stat-effizient. Ja, warum denn? Slayer ja? Ist auch gut, aber nur wenn du dieselben Targets fokust, weil die Passive ja sagt, dass du dass denselben Champion hitten musst. Die ultet nicht. Ja. Also ich finde Krakenslayer nur gegen Melees gut, wo ich extrem viel hitten kann. Gott. Oh Gott. We don't talk about it. Also du hast die Rakeside circa 6-mal gehittet eben. Circa ja. 10-mal gehittet. Fair enough. In so einer Situation ist der Krakenslayer besser. Also und ich glaube auch, wenn wir über den Damage vom einzelnen Proc reden, also Single Target, sollte Krakenslayer ziemlich schnell das Ding ins Outperformen. Ja, true. Ich finde das Game hier ist aber sehr unrepräsentativ, weil normalerweise geht die Lane ein bisschen länger als 13 Minuten, wenn man nicht unbedingt gegen Caitlyn Senna spielt. Ja, ist fair. Aber werden beide Items nicht aus denselben Sachen gebaut, mehr oder weniger? Ja, nur der Recovery und der Kirscheis unterscheiden sich. Genau. Mal gucken, ob wir ihn jetzt an den Eiern haben. Jetzt muss er ein bisschen nachdenken. Hi Nadine. Oh, hey Michi. Und dann jetzt das Ragebait, sagst du? Ja, ich gehe Ragebait. Ich glaube nicht, dass wir genug Schaden haben. Würdest du denn sagen, das ist so die Synergy mit Static Shift into Rageblade? Nee. Ist denn nicht Rageblade eher auf DPS angelehnt? Ja, absolut. Aber ist Krakenslayer nicht auch auf DPS angelehnt? Absolut. Hä? Aber ich finde, der Shift gibt dir halt die Freelane. Ich finde, den Krakenslayer braucht man einfach nicht auf Vayne. Nein, also ich sag nicht, was richtig und was falsch ist. Ich versuche nur so ein bisschen zu wissen, wie du das Game siehst. Ja, oh gut. Also, damit ihr es wisst, Leute, der Schiff ist hier kompletter Bullshit, ne? Würde die Lane. Schiff ist meistens für die Free Lane und auch für Vaynes Weakness vom Push zu eliminaten. Dann kann ich auch öfter moven, fall nicht so einfach ins CS behind, gegen sowas hier. Sag mal, mein Bree, ich zerfleisch dich gleich.
sehr satisfactory. Ist okay, dafür bin ich noch hier. Nein, nein, ist ja fein. Denkst du, das ist ein Game, wo hier viel über so Rotations und so entschieden wird? Wenn du dir mal den jetzigen Flow des Games ansiehst und wenn du dir auch... Ja, jetzt momentan gar nicht mehr. So, es wird halt, keine Ahnung... Moment, Leute. Also, Schiff ist kein falsches Item. Versteht mich da nicht falsch. Okay. Ich würde sogar auch sagen, wenn ihr euer Brain ausmacht und ihr wollt ein Item kaufen, geht lieber für das Schiff als für den Krakenslayer. Ja, also das ist jetzt etwas, darüber könnte man sich jetzt gerne mit mir streiten, ne? Was als Blind Item besser wäre. Fünf. Etikett schon fünfmal geht es. Ja. Hast du denn jetzt irgendein Ziel, das du hier verfolgst? In Tiefwald aufräumen. I mean, also Rexa Yasum kann ich schon eigentlich ziemlich gut auseinandernehmen. Hm? Ich würde eigentlich einfach weiter scalen. Ich finde, also Lethality Caitlyn hin oder her, aber die macht halt einfach viel weniger Schaden. Die machen alle Burst-Schirm. Wir haben halt Aatrox, wir überleben das. Briars Damage Reduction überlebt es auch. War das ja Damage Reduction? Ja, auf ihrer E. Das ist... Oh, das habe ich gesehen. Das war aber wohl nicht so gut. Da war nicht so viel Damage Reduction im Haus. Von den 70%. Wait, was ist ihre E nochmal? Also ich hab's nicht die so e mit dir. Die E ist der Channel. Die channelt sowas und dann knockt die Leute gegen die Wand, wenn das fully channelt ist. Und die kriegt währenddessen 70%. Nee. Aber ich bin dead wahrscheinlich, ja. My bad. Die kriegt währenddessen 70% Damage Reduction und regeneriert 10% Max Health. Crazy. Du bist aber irgendwie auch nicht so der Typ, der sich gerne der Boilerei irgendwie mitmacht, oder? Geht so, ich finde halt, also oft, also, keine Ahnung, das kommt vielleicht ein bisschen daher, dass ich momentan Prime League spiele und halt eigentlich mehr auf diesen kalkulierten Plays da stehe. Keine Ahnung, diese Random Fights finde ich immer schlimm. Habe ich ja auch manchmal gesagt, so, ich komme da nicht drauf klar, dass halt Leute einfach randomly anfangen, Fights zu suchen, wenn nichts ab ist. Hm. Aber es sind doch Sachen ab, oder? Ich sehe doch gerade, dass Nash zum Beispiel ab ist. Ja, jetzt ist Nash ab, indeed. Machen sogar Nash. Rek'Sai von über der Wand. Die sieht mich, I guess. Ah, ich wusste es, aber stand nicht weit genug weg. Na gut, da. Der use Sprintball. Roughes Game. Einfach rough to buff. Sie hassen diese Windwall, kann ich aber auch verstehen. Ja, der Xerath, carried meinen Booty. Ist denn hier überhaupt noch irgendeine Chance für dich? Ja, an sich schon. Ich finde, das Game sieht nicht so over aus. Hinne für uns, wir können einfach free farm, free XP taken. Okay, Liner. Gute Jungle, bist du ja mancher true. Einmal raus. Ich finde, Kayle hat kein Payoff für Level 16. Ah. Erinnert ihr euch noch an Old Kassadin? Stick von mir so. Oh mein Gott. War schon richtig nicht zu face-checken, hätte ganz weggesollt. Aus Cases. Aber wenn du mal so drüber nachdenkst, du holst dir eigentlich, oder in 90% der Fälle, ran du jetzt nur dann, wenn ein Yasuo mit im Spiel ist. Ja, ja. Oder Tryndamere. Ja, genau. Weil der ADC baut ja in der Regel so oder so auf Crit. Oh. Ja, das ist. Da kam Rek'Sai Flash. Wie wir hier gelandet sind, ist ja schon mal viel wichtiger für uns. Indeed. Erzähl mal was zum Spiel. Ja, Rough Lane. Ich konnte nicht wirklich gut reinskillen. Rek'Sai hat sehr schnell gesnowballt, ja, so auch. Ich finde, Caitlyn und Senna waren jetzt irgendwie sehr underwhelming. Ja, die haben nicht wirklich was gemacht. Mein Xerath hat eigentlich insane Damage gedrückt, aber wie wir sehen, also ich glaube Topside war halt einfach so insanely behind, dass ich auch keine Zeit zum Scalen hatte. Ich hätte wahrscheinlich Botlane 15-0 gehen müssen. Dann hätte ich es einfacher carryen können. Aber so war halt sehr rough gegen die Rek'Sai und den Yasuo.
Was würdest du sagen, hast du zum Spiel beigetragen? Basically nichts. Konntest du denn was beitragen? Gute Frage. Also, nee, also gegen die Lane nicht so wirklich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas beitragen konnte. Im Midgame hatte ich Schiff und Double Dagger und konnte nicht wirklich was machen gegen zwei Itemrexer Yasu. Wusste ich halt, also da wird es halt nichts mit dem Damage. Ja. Muss ich mit Schiff weiterfarmen? Ja. Soweit. I guess. 1300! We don't talk about it. Crazy! Wie alt bist du? 22. Digga. Sag, welcher Season spielst du League? 6 oder 7? Holy fuck. Ich wünschte, ich hätte noch so viel Zeit, um League zu spielen. So, also pass auf. Fair. Ich finde dich vom Kopf her doof. Mhm. Also nicht im Sinne von, du hast keine Ahnung vom Game oder irgendwie sowas. Es geht nicht in diese Richtung. Ich finde dein... Sondern ja. Solo-Q-Mindset. Ich finde dein Game-Approach voll kacke. Auch wenn es im Team wäre, ich würde dich kacke finden. Wenn du, also angenommen, ist das natürlich auch ein bisschen anderes Umfeld, ne? Weil man ja auch im Team ja auch meistens mit seinen Homies spielt. Aber ich finde, wie du das Game angegangen bist, war wirklich gar nicht gut. Nicht nur im Sinne von der Itemization her, sondern auch wie du das Game liest. Denn würdest du sagen, du hast dich irgendwie auf das Game adaptiert? Was heißt adaptiert? Also ich habe halt geguckt, dass ich in der Lane nicht gebullied werde, weil das halt eine sehr rough Lane ist. Das stimmt, lass mal eher an das Midgame nachdenken. Ja, wahrscheinlich hätte ich jedem random Fight joinen müssen. Nö, oder nicht unbedingt. Pass auf, warte, ich mach's kurz eben einmal auf. So, pass auf. Als erstens, warum der Longsword-Stab? Vipok. Was ist denn, wenn du Dorans Schild gehst? Dorans Schild ist, also, sehr underwhelming of range, no? Warum? So habe ich schneller Statics und kann schneller... Okay, wow, Denkfehler. Ja. Was denkst du denn, wie diese Lane aussieht? Stell dir vor, jemand kommt auf dich zu und sagt, ey, ich spiele Vayne Xerath gegen Caitlyn Senna. Ja. Wie wird die Lane aussehen? Gewinne ich dir diese Lane? Erzähl mal so ein bisschen was. Nee, ich sag minus 30 CS, minus 2 Towerplates bei 10. Okay, das hört sich doch sehr kacke an, oder? Was juckt mich das denn dann dein erster Power Spike, wenn du da niemals hinkommst? Also, wenn du dort nicht gechillt hinkommen dürftest. Ja, okay. Ja, I guess, fair point. I mean, das, was du hier vielleicht, also ich weiß nicht, ob du es machst oder ob das einfach deine normale Ansicht ist, das kommt ja aber rüber, als würdest du resultatbasierende Analyse machen. Ey, guck mal, Silvi, im Nachhinein weiß ich, dass die bad waren, also brauche ich das Doran-Schild nicht, deswegen kriege ich jetzt früh meinen Power-Spike. Achso, nee, das hab ich auch gar nicht gemeint. Das habe ich auch nicht gesagt. Fand ich ja nicht. Also, okay. ich hätte das in jedem anderen Game hätte ich das auch so gemacht. Achso. Gegen diese Lane. Okay. In jedem anderen Game gegen diese Lane? Also, egal was jetzt mein Supporter ist, gegen die Lane hätte ich. Obwohl, nee, ist Bullshit. Aber ich hätte, in most cases, würde ich eigentlich nie Dorans Schild starten auf AD Carry. Ja, will man auch nicht. Ich weiß nicht, wann ich mit Dorans Schild gestartet habe. Das will man auch nicht. Also, im Normalfall agree ich da völlig mit dir. Aber schau dir doch mal an, wie das hier läuft. Diese Lane hier ist nicht davon abhängig, wie gut du bist. Diese Lane ist auch nicht davon abhängig, wie gut der Xerath ist. Tatsächlich. Ja, sondern die Jungle. Entweder hast du Jungle Diff oder die Gegner sind astronomisch spät und crashen die ganze Zeit Waves rein. Richtig? Ja, true. So, das heißt also, dein Longsword oder auch alles andere, was du sonst... Ich mag Doran Schild auch nicht. Also Doran Schild sollte meiner Meinung nach schon so ein absoluter Okay, es ist absolut Fakt sein. Ja. Aber wenn wir uns doch mal diese Lane hier objektiv angucken, dann ist doch hier der Fall, hey, wenn ich bis 6 überlebe, bin ich ja auch in der Lage, die Gegner runterzulaufen, richtig? More or less, ja. Also das ist ja die einzige Möglichkeit, wie du dich wehren kannst. Der Xerath poke die runter so ein bisschen und dann, wenn du 6 bist, hast du auch gute Möglichkeiten, die zu all-in, weil die sind ja immer noch nur poke. Es sei denn, du tankst irgendwie alle Spells, die sie haben. Ja, klar. Ist Doran Schild worth it, obwohl es für Range... Okay, passt auf. Also die Frage ist auch gerade mal im Check wegen dem Dorans. Lass uns mal unsere Ansicht ändern. Wenn wir das Longsword starten, dann haben wir zwar unseren ersten Spike früher, aber wir kommen schwieriger an das Gold ran. Warum? Du musst auf jeden Fall einen scheiß Recall annehmen. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Wir sind nicht in der Lage, die AD vom Longsword irgendwie positiv zu nutzen. Das heißt, der einzige Effekt vom Longsword, den wir wirklich effektiv haben, ist, hey, ich kriege mein Item früher fertig. Das heißt, wie teuer ist Deckschiff? Ich sag mal, ich glaube 3000 Gold oder so. Ja, 3,2. So, wenn ich aber das Doran Schild starte, ist es fair zu sagen, Silphi, ich brauche dann aber mehr Gold,
um dann mein Static Schiff in diesem Fall fertig zu haben. Ich kann aber auch genauso gut sagen, dafür kommst du erstens an mehr Gold ran. Die Chance, dass du einen scheiß Recall nimmst, ist jetzt ebenfalls reduzierter, weil du auch länger auf der Lane stayen kannst. Und am Ende des Tages kannst du früher oder später das Doran-Schild ebenfalls nochmal mitverkaufen. Denn es kommt hier, wie gesagt, nicht auf euch an. Wenn das eine Lane wäre, wo er sich wehren kann, und vielleicht nicht ganz so gut, ne, dachte immer, man würde Longsword starten, weil man durch die 3-Pots Early mehr Sustain hat. Das stimmt auch. Man hat dadurch auch so gesehen Sustain. Also es geht auch um die Kombination aus, ich habe Damage und ich habe die Pots. Aber er kann den Damage nicht anbringen. Von daher ist der Buy komplett gewastet. Es sei denn halt, also wenn wir jetzt hier in einem Team wären zum Beispiel und die Briar würde sagen, hey, ich komm runter, dann können wir einander was machen und so weiter. Ja, ja. Ist wieder was anderes, aber es ist immer noch so. Ja, wenn wir für Bot spielen, könnten wir das fein, aber... Also wussten wir nicht im Voraus, was sie macht. Ja, ja, ne, klar, natürlich nicht. So. Bro, Digga, Leash ist so schwer einfach. Das ist einfach so schwer. Weißt du warum? Ich check auch nicht, warum die Leashen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, weil die könnten bei uns unten im Busch stehen, Level 1, und uns halt komplett bullen. Du hättest die das Game schon verlieren sollen. Ja, weil wenn die unten in dem Busch stehen, deshalb bin ich auch so weit links an der Wand gegangen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Leute, er hat Second Wind mitgenommen. Ja, genau, für Sustain halt. Das ist halt die Runseite, die ich oftentimes benutze gegen halt so eine Lane. So, warte, ich denke, dass ich das Tempo nicht brauche. Nee, das auf jeden Fall. Also, das habe ich nicht brauchen. Also, warte, was wolltest du jetzt wegen den Gegnern sagen? Ich glaube, ich bin deshalb auch so weit links an der Wand gegangen, wenn ich auf die Lane gehe. Wenn du mal gleich guckst. Ach so. Weil die halt unten rechts im Bus hätten stehen können. Du hättest so, nicht leashen dürfen. Gar nicht. Ja, an sich nicht, weil wir hätten mit den Minions hätten wir auf die Lane gemusst. Ihr seid sogar schon vielleicht vorher da. Ja. Warum sind wir vorher da? Weil Terat kann outtrainen, I guess. Wenn wir vor denen dastehen. Oder wollen wir Level 2? Können wir Level 2 holen? Weiß ich nicht. Guck mal, pass auf, wenn ich die wäre, Versuren so ähnlich. Angenommen, die leashen nicht. Die sehen, dass ihr leasht und jetzt stellen die sich beide hier hin. Ja, genau, ist halt komplett Fakt. Du kannst nicht spielen. Du hast schon verloren, bevor die. Auf der ersten Wave hast du schon das Game verloren. Ja, natürlich. So, bist du der Meinung, die sind in einem. Also angenommen, wir würden Mortal Kombat machen. Denkst du, die sind stärker als ihr? Viel stärker. Warum? Weil Xerath Spell-based ist und nicht Auto-Attack-based, so wie Senna, Caitlyn. Mhm. Angenommen, die würden euch Face-checken. Wer ist dann stärker? Die, glaube ich. Der Xerath hat auf Level 1 halt nur einen Spell, right? Ja, die auch. Ja, aber also ich glaube, wir verlieren trotzdem über Long Time den Trade. Wenn Caitlyn aus Büschen raus Auto-Attack, Senna mit Kuh Auto-Attack, ich weiß nicht. Das Ding ist, wenn ihr den... denkst du, die gewinnen das? Wenn ihr den Opener habt, das ist das Wichtige. Ja, die ersten zwei Auto-Attacks, ja. Dann seid ihr besser dabei. Weil ihr könnt einen sofort sehr ziemlich schnell wegbursten. Ja, wahrscheinlich die Senna, die hat auch sehr low base hilft, das ist fair. Also ist ja in diesem Fall egal, auf wen wir draufgehen. Ja. Die sind ja beide relativ paper, ja. Ja. Deswegen, also, dass du hier leashst, finde ich frech. Würde ich nie tun. Ich würde auch der Briar auch sagen, dass sie runterkommen muss. Die muss runterkommen. Ja. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, warum wird von dir selbst keine Verantwortung dafür übernommen? Also ich habe mir gedacht, in dem Game, Raya kann die Lane, auch wenn die ordentlich warden, kann die auch gar nicht ganken. Die haben Senna W, die haben Senna E. Die Senna E sorgt dafür, dass der Briar, der Self-Taunt, dass er einfach auf Minions geht danach, weil die nicht in Vision sind. Hm. Die ist eigentlich komplett useless gegen die. Okay. Muss sie das denn ganken? What do you mean? Muss sie das ganken? Muss Briar Botlane ganken? Nee, muss nicht. Sie kann es doch einfach laufen lassen und einen Topside gewinnen. Nein. Sie startet Topside und also wir werden jetzt viel durchgehen, wie man League so zu sehen hat und sowas, ne? Stell dir mal vor, ja. Du bist Caitlyn Senna. Ja. Du weißt, Enemy Jungler startet Topside. Ja. Was dann? Dann mache ich Third Wave Crash und resette. Okay. Das heißt also, der Gegner muss doch irgendwo jetzt auch etwas respekten, oder nicht? Ja, in Theorie. Aber ja. Also ich finde, die müssen das gar nicht so respekten. Das ist ja mein Point. Ich sehe das auch vielleicht einfach alles viel zu krumm und viel zu genau in Anführungszeichen. Ich denke mir, dass das correcte Spieler sind und die verstehen, dass ja Senna E und W macht die Briar useless. Oh, aber du verstehst mich dann vielleicht falsch. Ja. Es geht nicht darum, dass ich sage, hey, die werden dann gegankt und dann dort abgeschlachtet und sie können sich dann irgendwie nichts trauen. Aber die sind doch zum Beispiel
Also die dürfen euch hier noch bearbeiten, aber alles, was hierüber hinaus, ist schon Gefahr, richtig? Ja, klar. So, das bedeutet doch, es wird eine gewisse Pressure auf sie ausgeübt. Nicht unbedingt Kill-Pressure, aber du bekommst Luft zum Atmen. Hast du schon mal Mitte gespielt? Bestimmt irgendwann, oder? Ja, ich habe Mitte angefangen, tatsächlich. Okay, damals. Was spielst du in der Mitte? Katharina Zett. Oh, okay. Moment, stell dir vor, du spielst Katharina. Ich kann auch Ari Syndra so spielen, also ich kann auch Control Mage spielen. Ich verstehe die Konzepte. Okay, pass auf. Stell dir vor, du spielst Zett. Dein Shadow hat 22 Sekunden Cooldown. Ja, jetzt kommt so. Einmal die Minute der Enemy Supporter vorbei und du weißt, und du musst jetzt deine W nutzen, um zu escapen. Ja. Was bedeutet das? Das fuckt dich doch ab, weil du jetzt in meisten Matchups für 20 Sekunden nichts mehr machen kannst, oder? Ja, klar. Und das kann nicht trainen, ja. Und dasselbe Konzept haben wir hier auch. Du hast ja gesagt, wenn du Vayne gegen Caitlyn spielst, irgendwie 3 Platten weg, 30 CS weg und so weiter und so fort, richtig? Ja. Wir sagen mal einfach minus, du hittest Level 6, ne? Bis Level 6 bist du, ich zieh mir jetzt einfach eine Nummer aus dem Arsch, bei minus 15 CS. Ja. Jetzt sagen wir aber, hey, du bekommst nur die Pressure, nicht dein Jungler gankt, aber der Gegner weiß, sie könnte ganken, du bist jetzt nur bei minus 5 CS. Ja. Ja, fair, dann hat die Pressure ausgeübt und mir hat Luft zum Atmen gegeben, dadurch, dass ich weniger CS. Genau. Krieg, genau. Ja. Weil, wie gesagt, jetzt haben wir eine Kettenreaktion. Das ist etwas, das bringe ich auch vielen Low-Elo ADCs bei. Man kann hier einfach das gesamte Game verlieren. Warum? Dadurch, dass du liest, könntest du, wie gesagt, die stellen sich hier hin, ihr könnt schon nicht mehr spielen. Ja, klar. Das ist raus für euch. Selbst wenn ihr einfach gleichzeitig ankommt, bekommen die Kontrolle über die Lane und die wollen euch ja reinpushen, right? Ja. Jetzt wissen wir, dass Briar, also je nachdem auch, was im Jungle passiert, so bis Minute 4 oder 5 erst auf Botzeit sein wird. Ja. Wer sagt denn, dass sie dann runterkommt, um das zu ganken? Ja, niemand. So, ist schon verloren. Ja, absolut. So. Warte mal. So. Okay, jetzt beschreib mir mal, was ist deine Aufgabe hier innerhalb der Lane? Mach mal allgemein. Es muss jetzt nicht so detailreich sein oder so, sondern in so ein, zwei Sätzen. Stay alive, Farmwell, würde ich sagen. Okay. Warum? Weil ich habe keine Kontrolle darüber zu traden in der Lane. Also du bist hier ein kompletter Piss-Random. Anders kann man das gar nicht sagen. Ja, genau. Vayne ist gegen solche Matchups einfach komplett garbage. So. Wir pushen sich mal ein kleines rein, dann bekommen wir einen Farm ran. Es hat mich so gewundert, als ich gesehen habe, dass hier einfach nichts passiert. Die Backline da last hitten darf teilweise. Okay, warum hittest du gerade so oft die Wave an? Weil die sich halt gezeigt haben, dass sie nicht am Traden sind. Weil ich relativ vorsichtig war und ich habe gedacht, wieso denen Level 2 Pressure geben, wenn sie nicht hitten. Aber kriegen sie sich Level 2 oder so vor dir? Ja, aber ich verliere dadurch ja nichts, right? Weil die Level 2 jetzt nicht hier bekommen und du da näher dran bist, sondern weil sie jetzt Level 2 hier bekommen. Als Beispiel. Ja. Das heißt, ja, also die haben halt gar keine Pressure exerted irgendwie. Nee, das mache ich nicht, aber angenommen, ihr bekommt beide Level 2. Ja. Wer ist dann besser dabei im Game? Wer ist stärker auf Level 2? Die auf jeden Fall. Nach wie vor, glaube ich. Willst du denn dann die Wave ausdünnen? Theoretisch will ich, dass die weiter unter meinen Tower pushen, klar. Also, dass ich einfach for free last hitten kann. Willst du denn aber wiederum haben, dass du eine große Wave an deinem Tower hast? In Theory auch nicht, weil die dann drunter poken können, right? Ist das jetzt eine Frage oder ist das jetzt eine Antwort? Das ist eine Antwort. Also, take the 50-50, nee. Also, ja, doch. Also, das hier ist ein schwieriger Moment. Ja, im Normalfall sollten die euch mega raussauen. Und da werdet ihr Level 3 sogar gedived. Das wäre das ein Approach, den ich hier in dem Game hätte, wenn ich Rek'Sai gewesen wäre. Und auch wenn ich deren Botlane bin. Aber natürlich, was der eine denkt und was der andere macht, sind immer nochmal unterschiedliche Sachen. Ja, das sollte man hierbei nicht vergessen. Also, aber ist fein, ich würde das hier ausdünnen. Du willst nicht haben, dass sie mit einer. Also, du willst haben, dass sie zu dich reinpushen. Kannst du ja im Normalfall nicht contesten, die poken dich ja immer noch klein wenig an. Klar. Ne? Aber wir wollen auch gleichzeitig vermeiden, dass die Wave einfach zu groß wird. Das heißt, du musst sogar mehr oder weniger jede Sekunde nutzen, die du hast, um diese Wave auszudünnen. Hier zum Beispiel, den hier hätte ich jetzt schon angegriffen. Bei dem. Also, die waren halt jetzt Level 2 und ich nicht. Ist ja egal. Ich habe mir gedacht, wenn Senna jetzt W-Flash macht, bin ich. Fucking dead, no? Sag mal. Dann traden wir. Oder also. Muss ich so. Ja, also warte, Moment mal. Ja? Erstens, wie du schon gesagt hast, sie muss flashen, oder? Ja. Also willst du zu mir sagen, hey, du kriegst nicht eine Senna W weggekut? Ja.
Aber ich dachte mir immer so, weil, also ich, I mean, dieser eine Minion, macht der was, wenn ich den jetzt ausdünne? Es geht da, es geht um die Idee an sich. Stell dir okay, mal vor, also die Idee verstehe ich. Pass auf, du bist ja in einer Elo, wo wenn du einen Minion schon zu viel anhittest, du die ganze Lane verlierst, richtig? Ja, klar, weil die, wenn die ordentlich freezen können und Wave-Management drauf haben, dann ist RIP. So, wir sind ja auch in einer Elo, wo ich dir eben gesagt habe, ey, du verlierst gerade komplett alles, weil du leashst. Ja, klar. Ist auch wieder Kacke, oder? Indeed. So, und jetzt sagst du mir, Silphy, mattert es, wenn ich dieses Minion hitte? Vielleicht nicht jetzt in diesem Game. Ja, in anderen Games, ja, klar, fair, sehe ich. See what you did. So, ne, da geht's ja eher darum halt, dass wir schon mal diese Habits überhaupt erst reinkommen, dass wir auf sowas achten. Das ist das Hauptsächliche, was ich hier erreichen möchte. So, jetzt müssen wir erstmal ganz viel angucken, wie wir eigentlich mehr machen dürfen als erlaubt. Zum Beispiel einfach, weil jetzt hättest du ja auch halt ein bisschen mehr gegen, ist auch völlig fein. Solange die nicht nah genug dran sind, ist ja kackegal. So, da kannst du ja machen, was du willst. So, ich mach dann kurz eben einmal ein bisschen schneller. Also hier wird eh nicht so viel passieren. Ja, alles gut. Ja, klar. Ja, ich will nur einfach haben, dass wir einmal einem vernünftigen Flow folgen können. Du musst auch aufpassen, wenn du mit dem Gegner tradest. Das hast du nämlich immer mal wieder ein klein wenig probiert und es gibt dort einen Fehler oder es gibt dort ein Problem, was dabei entsteht. Weißt du welches? Situation genau, also. Grundsätzlich. Angenommen, ich sage, du tradest jetzt mit der Senna. Du verlierst 10% Leben, sie verliert 20% Leben. Ist halt still worse für mich, weil ich die schlechtere Lane habe. Right? Genau. So, das ist halt, also, ich darf halt an sich in der Lane nicht traden, weil ich halt anyways verliere. Und für mich sind 10 HP kostbarer als für die 20 HP. Es ist ja auch, wie kann ich weiterhin auf diesem Trade aufbauen? Ja. Und wenn wir einen Kill-Pressure hätten, dann wäre es fein, aber haben wir halt nicht. Genau. Ein Trade darf nicht ein Trade sein. Ein Trade ist eine Investition. Ich sag halt immer, so als würdest du ein Girl daten. Sie sagt, beim dritten Date lasse ich dich ran, du datest sie zweimal und danach sagst du, nee, dann hätte ich doch keinen Bock mehr. Oder hätte ich mir die Zeit auch gleich sparen können. Ja, fair. Ja, und müssen halt einfach ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt ist nochmal der Sustain-Aspekt ein bisschen mit drin, aber der ist mir jetzt erstmal scheißegal bei diesem Beispiel an sich. Ja. Ich habe es halt ganz oft, da sind Top-Laner, die traden gegen Garen, hauen ihn auf Half-Life runter und fassen ihn danach nicht mehr an. Ja, und da darf man Passive Sustain. So, ja. das ist halt absoluter Time-Waste. Ja, klar. Hattest du so ein Date? Sagst du es deswegen so oft? Leute, da kann man vielleicht mal Storytime draus machen. Ich bin einfach so ein Fuchs gewesen. Traumatized. So, nein. Also ich war so gesehen der Gewinner. Ah, okay. I see. Also, warte, ich kann es dir mal kurz machen. Ich habe mich mit ihr getroffen und sie meinte, ich darf an dem Tag eh nicht bei ihr pennen, weil sie das nicht macht und so. Und ich war mit ihr irgendwie noch in so einer Art Café oder so einer Bar oder irgendwie sowas, so gegen Mitternacht. Und habe ich geguckt, so wann meine letzte Bahn fährt. Und irgendwie fährt dann so eine Bahn um halb eins und dann die letzte um eins. Aber ich so, ah, oh, scheiße, ne? Ah, ich habe meinen Zug verpasst, ne? Ah, oh, war mein letzter. Oh, du kannst halt ja bei mir schlafen. Und dann bin ich halt hingegangen, habe halt eingedippt und danach habe ich sie nie wieder gesehen. Aber das war, der Bahntrick, Leute, funktioniert immer. Oh, ich muss ja in ein Hotel. Oh nein. Das war ganz sneaky. So. Da war einfach das Problem, nachdem ich gegangen bin, habe ich ihr nicht sofort geschrieben, weil ich habe im Zug noch gepennt und da hat sie voll Psychoanfälle bekommen. So. So, warte mal. Ich will hier spätestens bei Level 6 haben. Das ist gleich noch einmal fett kassiert. Richtig schön mit deinem Gesicht getankt und du siehst auch, auf einmal sind schon zwei Pots weg. Ja, klar. So. Es ist sie leider noch gestorben, aber es ist okay. Warum der Quiver? Weil es einfacherer Time ist zu farmen. Ich habe einfach mehr Schaden und wenn ich eingepusht werde, ich habe auch eine einfachere Time auszudünnen. Wenn ich jetzt hier theoretisch Vamp-Scepter gehe für noch mehr Sustain, bin ich aber useless. Vamp-Scepter wäre ich nicht gegangen. Sondern? Recurve? Wie sieht diese Lane aus? Get poked, I get fucked. Also, wie du schon sagtest, wir müssen halt Level 6 all-in und damit die Lane gewinnen, in Anführungszeichen. Wenn Nexia gut genug gepokt hat. Denkst du, die sagen einfach, ja, mein Sohn, fahr mal ruhig weiter, gar kein Problem, mach mal hier. Also, halbwegs. Aber, also, ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Es gibt in der Regel immer zwei Arten von Lane-Approach. Du kannst entweder, so. Du entweder bespielst du die Wave oder du bespielst die Gegner. Okay.
Kannst du die Wave bespielen? Geht so. Nee, dadurch, dass sie rauspucken, nicht. Oh, jetzt ist aber doof, oder? Ja, dann müssen wir die bespielen. Okay. Aber was wärst du denn hier gegangen? Jetzt mal, also relativ konkret. Interessiert mich. Okay. Wie ist dein Fight-Approach in diesem Game? Angenommen, ihr macht Mortal Kombat. Wie sieht das aus? Ich muss Heavy Q-Chunks oder ein E-Flash auf die drauf kriegen. Kannst du die poken? Nee, gar nicht. Okay. Du musst sie... Muss ein starkes All-In haben. Okay, also wir müssen ja drunter laufen, auf ganz doof gesagt. Ja, ja. Wie gehen wir das an? Wie läufst du die denn runter? Machst du reintumbeln? Okay. Also du musst sie halt engagen. Ja, Ulti reintumbeln, ja klar. Aber... Was hilft dir denn dabei? Vergiss eins nicht. Wir wissen nicht, was dein Jungler macht. Wir wissen nicht, was dein Midlaner macht. Ja, klar. Nee, klar. Keine Ahnung. Ich find den Nuke war auch im All-In am besten, right? Du musst Boots gehen. Boots? Yes. Die haben doch massiven Range-Advantage dir gegenüber, no? Ja, klar. So, aber meine Ulti-Passive gibt nicht genug Movement-Speed, denkst du nicht? Ist zwar nice, aber wir müssen ja nebenbei auch nochmal andere Sachen dodgen, oder? Du darfst nicht von Senna W gehittet werden, du darfst nicht von der Caitlyn E gehittet werden. Ja, es ist true. So, deswegen. Weil ab dem Moment, wo du rankommst, dein Schaden ist ja nicht bad. Ab dem Moment, wo du rankommst, hast du auch guten Damage, oder nicht? Und die sind beides Poke-Champions, die dich nur dann bursten, wenn du dich hitten lässt, oder nicht? Das bedeutet, ja, also hört sich dumm an, solange die dich nicht mit Spells treffen, gewinnst du. Denn dein ganzer Schaden... Ja, true. Mein ganzer Schaden kommt ja über Autoticks. Also doch, das auch. Aber es geht darum, es geht um es ist erst der Dodge. Du musst deren Sachen dodgen, weil erst danach dein Damage relevant wird. Ja. Denn die müssen verkacken, damit du gewinnst. Ja. Was du jetzt gemacht hast, ist, du hast ja ein Item geholt, das sagt, ey, Siffy, wenn ich dieses Skill-Matchup gewinne, gewinne ich härter. Ja, true. Ähnlich wie heißt die Rune? Wie Demolish. Demolish ist ja dann cool, wenn du an den Tower rankommst. Du musst aber erstmal rankommen. Ja, klar. Also deswegen wären mir hier die Boots wichtig. Ja, okay, wegen den Skillshots dodgen. Ich fühl halt einfach Moonquiver sehr, weil das Item ist, finde ich, ziemlich goldeffizient und irgendwie relativ overstated für den Preis, habe ich immer das Gefühl. Ich finde, der Damage geht damit schon so schnell so hoch im Vergleich zu Boots. Also jedenfalls fühlt sich das so an. Nee, es ist auch ein sehr starkes Item, ne? Dass du sagst, es fühlt sich besser an. Es ist ja objektiv auch so, ne? Einfach, weil wir hier nochmal 30 AD drauf bekommen, was halt sehr saftig ist. Aber es ist dasselbe, so wie mit Longsword gegen das Doran-Schild. Ja, ich verstehe. Ich verstehe den Punkt. Jetzt lass uns doch nochmal wieder ein Stückchen weitergehen. Warum machst du Keck überhaupt W? Keine Ahnung, normalerweise mache ich 3 Punkte Q und dann W-Max. Habe ich mich, glaube ich, was gilt. Warte mal, hast du später was gemacht? Das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Ah doch, hast du dich was gilt tatsächlich. Okay. Ja. Glück gehabt. Also, warte mal kurz. Ja, W macht ja in der Lane obviously gar keinen Sinn. Nee, 1% Max F. Damage mehr, der macht die Kuh einfach doppelt zu viel Schaden. So, sind wir auf der Lane. Können ein bisschen den Dünni-Schmünni machen. Hier wäre es auch manchmal wichtig, also ob du das jetzt machst oder nicht, ist jetzt so ein bisschen dein Bier. Autsch. Dass du ja auch dem Xerath, dieser Xerath ist so dämlich. Der hat jetzt zwar Rek'Sai gehittet, aber als ob die das interessiert. Weil jetzt wieder... Jetzt hab ich doch oben links reingeboardet, oder? Weil jetzt ist doch Dive Threat an sich. Die können uns doch easily diven, oder? Ja. 3 Leute Full HP gegen Banks Terras. Naja. Gerade auch, wenn die euch halt hier so ein bisschen runterpoken, ne? Ich weiß aber gar nicht. Ja, jetzt hab ich da gewordet. Ja. Jetzt der kacke riesige Wave hier bei uns am Tower. Das hätten die auch schon viel früher machen können. Und jetzt siehst du halt, also, wenn du dich halt mal hinten lässt. Ja, bin ich fucking fucked. Ist schwierig. Und wir brauchen dieses Level 6 unbedingt. Eben, weil es dir halt dieses Gap-Closen halt chillig gemacht. Deswegen auch, warum fallen wir auf Level 6? Weil du mit Level 6 auch weitaus leichter rankommst. Jetzt sind wir aber schon fast tot. Moment. Ja, dann tschüss. Pischet Recall. Wo sind meine Boots? Was machen wir mit der Wave? Warum pingen wir nicht dem Xerath, dass er mit reinpushen soll? Frage. Weil dann wäre die Wave ja jetzt schon drinne.
Und so viel Gold hast du nicht, aber du hättest zum Beispiel in die Mitte nochmal mit hinrotieren können. Kurz gucken, ob da was abgeht. So, nur für den Fall. So. Rechts so ein bisschen Action. Wait a second, bin ich da gerade blind? Wir hitten ja die Wafern! Ha! Warum hitten wir denn die Wafern? Weil wir haben sowieso einen Push. Das war nicht meine Frage. Und wie kommst du? Ist das ein Hard-Push? Nee, es ist Slow-Push. Also theoretisch, wenn ich nur Last hätte, könnte ich die nächste Wave könnte ich härter gestackt reinpushen. Könnten wir die nicht theoretisch ab hier runterlaufen, wenn die blöd vorsteppen? Boah, geht so. I mean, Caitlyn hat Yumos. Senna Nunke, also ich weiß nicht, wenn Xera halt gepokt hat, aber die kommen doch frisch auf die Lane, oder? 100% gegen 100% gewinnen wir, glaube ich, nicht. Ist sie tankiger gerade geworden? Nee, gar nicht. Das heißt, wenn wir sie mit einem Stun hitten, können wir sie chainen und töten, oder nicht? Ja, klar. Ja, klar. Weiß denn dein Xerath, dass du pushen willst? Nee. Okay. Okay, das sieht mir aber irgendwie nicht so cohesive aus mit dem, was wir machen. Ja. So, jetzt creepen die nochmal mit rein. Okay. Zu deinem Stealth Schiff, by the way. Ich habe nichts gegen das Schiff. Ja, ich würde auch sagen, ey, wenn ihr euer Brain ausmacht, like, dann geht halt lieber für das Schiff. Das ist halt, das ist so, jetzt kommen wir halt auch so ein bisschen zum Hauptpunkt. Wir werden auch kein zweites Game machen, weil wir hier halt auch generell jetzt erstmal mehr schnacken. Ist doch meist auch normalerweise Leuten, die so Master oder High Deer oder in dem Masterbereich sind. Wir hatten ja über Itemization ein bisschen gesprochen. Wenn du dir mal die Champions hier anguckst, die in diesem Spiel sind, wie wird der Flow des Games sein? Die suchen Perma für Fights. Alles. So. Keine Ahnung, die wollen sich halt auf die Fresse hauen. Rexa, Yasu, Diana, Briar, Aatrox. Hier wird sich jeder, hier wird einfach jeder jedem einfach einen saftig auf die Fresse hauen. Ja. Genau. Warum stört mich denn dann das Static Shift? Ja, weil ich dann mehr auf Fights gehen soll und nicht auf Wave Clear. Wie wird es denn in der Lane aussehen? Pushen rein, ich push mit Static Shift gegen, ich move, bin später bei Fight. Oder. Was hatten wir gesagt, wie die Dynamik der Lane selbst ist? Werden wir die Wave contesten oder den Gegner? Den Gegner. Okay. Warum willst du jetzt anfangen, die Wave zu contesten? Weil wenn du doch den Gegner doch jetzt die ganze Zeit raus contestest, können die dann überhaupt an die Wave ran? Ja, nee, obviously nicht. Aber. Ja. So, ja, gut. Gut. Ja, fair point. Aber in meinem Kopf ist das immer so. Vayne hat keinen Push. Genau, wir machen anyways nichts auf Lane, weil ich keinen Push habe. Ich stehe dann in 6 Minions, wenn ich Gegner conteste. Xerath muss mit der Voraussetzung, Xerath muss gepokt haben. So, ist vielleicht ein schlechter Approach einfach. Das ist das, was du meinst, dass mein Mindset in dem Fall quasi falsch ist. Ich gehe da sogar noch weiter. Musst du denn den Wave Clear haben? Nee, in der Theorie nicht, weil Xerath kann helfen. Dann brauche ich doch kein Item dafür. Ja, fair. Verstehst du? Also, ich habe irgendwie, genau, das ist irgendwie so ein Problem von mir. Ich habe ein Problem damit. Ich ping auch eigentlich relativ viel. In dem Game habe ich relativ wenig gepinkt. Kann daran liegen, dass mein erstes Game ist, auf dem Main-Account heute oder so. Mhm. Aber normalerweise bin ich auch immer relativ kommunikatives. Aber ich finde, es zeigt sich einfach, dass auch noch in Master 100, was weiß ich, von mir aus auch 500 LP, teilweise Leute einfach so ignorant sind und nichts tun. Und dass ich halt mehr auf diesen, ich mach's lieber selber, Stil gehe. You know? Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Die Sache in League ist, also es ist so ein typisches, ich kenne dich jetzt natürlich nicht, ne? Ich kenne ja auch, ich kenne dich jetzt auch nur in dem Game. Aber das, was du hier an den Tag legst, ist für mich ein typisches ADC-Verhalten. Also es ist sehr normal für ADCs, dass sie nicht pingt zum Beispiel. Obwohl ADC ist ja auch die teamabhängigste Rolle im gesamten Spiel. Ja, absolut. Wenn ich Toplaner bin, kann ich sagen, ich gehe Split pushen. Wenn ich Midlaner bin, ich kann sagen, ich gehe Split pushen oder ich gehe für Picks nachgucken. Klar, einige ADCs können halt auch picken, aber ist halt vergleichsweise schwieriger. Wenn ich Jungler bin, ich kann einfach sagen, ich mache Solo den Herald. Was mache ich als ADC? Ja, du machst vielleicht Solo mal Red Buff oder so. Ja.
Ja, auf ganz doof gesagt. Das heißt, ja, es klar, ist ja auch so, je höher du in der Elo kommst, desto effizienter wird ja auch die Rolle des ADCs. In High Elo sagt man ja auch, dass Botlane mega broken ist. Warum sagt man das? Absolut. Ja, weil man gut utilized wird vom Team. Genau, man kriegt ja... Was halt ADC actually eine broken Rolle ist, wenn es gut utilized wird. Genau. Nicht so broken wie Jungle doch. Mhm, genau. Und tun wir das? Das heißt, du beschränkst dich selbst, indem du keine Ressourcen forderst. Jetzt will ich damit nicht sagen, alles auf Botlane, go, 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 go. Aber du musst ein Umfeld für dich selbst erschaffen, wo du ja auch produktiv im Game mit dabei sein kannst. Ja. Wenn wir das mal wieder als Beispiel nehmen, diese Leash-Geschichte. Ist unmöglich. Selbst wenn dein Jungler sagt, er kommt danach runter, ist keine Garantie. Es sollte aber in deinem Kopf eine Garantie sein, dass dich dein Gegner in den Arsch fickt. Also, dass sie dich ja abfangen. Ja, klar. So. Es fällt auch hier unser Tower. Achso, damit du es weißt. Würde diese Lane hier etwas mehr anders verlaufen, könnte man immer noch über das Deckschiff nachdenken. Da muss man auch immer noch mal gucken, so, was ich so an Wahl als Support habe. Zum Beispiel, wenn du Karma hättest zum Beispiel. Ja, könnte man das ja auch wieder nochmal anders approachen. Ja, klar. So. Okay, jetzt sind Midgame angekommen. Okay, unser Midgame-Mindset. Midgame wird ja immer anders gespielt. Es gibt hier ja zwei Möglichkeiten. Also wenn wir das mal ganz zusammenfassen. Möglichkeit Nummer 1, wenn du farmen möchtest, ist es, du sagst, du lenkst den Gegner ab. Hey, ich gehe Sidelane, ich ziehe irgendwann zu mir hin. Da muss aber auch Sidelane-Action quasi mitmachen. So wie hier zum Beispiel, ey, die machen nur Ping-Pong gerade. Da muss ich mich jetzt nicht irgendwie großartig einkacken. Als Beispiel. Moment. Das ist aber nicht sehr cool. Ich burste eh alle weg. Damit wir dann hier sowas haben. Mhm. Bruder, was für Rageblade. Jetzt, ja, stimmt, jetzt kommen wir dazu. Als ich die beiden Dagger gesehen habe, dachte ich mir, oh oh. Oh oh. Warum dachte ich mir das? Keine Ahnung, aber was würdest du bauen? Trinity. Wie ist der Game State gerade? Completely fucked. Also ich finde den relativ fucked. 5k Gold behind. Ja. Also 1-4 Diana wird einfach komplett geone-shottet. Wenn die reingeht, Rek'Sai Knockup, einfach tot. Briar kann nicht rein, Atrox kann nicht so wirklich rein. Die Rek'Sai ist halt deren Frontliner, ja, so, und der Rest kann halt free hitten, so. Hier ist die Sache einfach, ich brauche doch jetzt so schnell wie möglich so viel Power wie möglich. Ja. Würdest du sagen, Rageblade ist so das Item, boah, Digga, jetzt spike ich hart damit, mit meinem Static Shift? Ja, nicht wirklich. Deine Map wird gerade, die kriegt gerade Cock einfach, oder? Ja, indeed. Geht Triforce, ja, stärkerer Midgame-Power-Spike, den wir auch brauchen. Selbst wenn Rageblade hier objektiv gesehen generell das bessere Item ist, sagt ja der Game State und auch die Draft, die wir haben, hey, wenn es ins Lane geht, wird es, glaube ich, sogar erst schlechter für mich. Ja. Und, ja, okay. Und du bist ja auch 3-0, right? Ja. So, das heißt, du musst aus deinem normalen Playstyle rauskommen. Denn ich sag einfach, es steht 10-0 für den Gegner. Mhm. Willst du mir dann immer noch sagen, Bro, ich fahre mich jetzt wieder rein oder gucke ich nach, was geht? Ja, fair. Wenn das Game eh doomed ist, kann ich auch noch schauen, ob was geht. Du musst ja ein bisschen unkonventionell, du musst unkonventionell spielen. Mhm. Das heißt, dein Farm kannst du in eine Pfeife rauchen. Gib es dir nicht. Ja, das glaube ich was, womit ich mich schwer tue, so unkonventionell zu spielen. Sehr rough. Ja, ist auch normal. Das ist auch. Man ist das nicht gewohnt. Also, ja, gar nicht. Es ist ja meistens eher, ja, meine Mail. Also nicht dass du es tust, ne? Ja, meine Mates, so, warum fühlen die rein her? Verliere ich mein Game, meine Mates. So. Ja, klar. Normalerweise ist das so. Also, ich schaue schon eigentlich immer drauf, was ich machen kann, aber ich versuche halt eigentlich immer den besten Weg zu gehen. Nicht in dem jeweiligen Moment, sondern aufs ganze Game betrachtet, so, I guess. Vielleicht. Dann vielleicht wrong, dass ich hier einfach schneller ein Powerspike hitten muss. So, das heißt auch, so ab jetzt zum Beispiel, also dass du in die Mitte hingehst, fand ich schon mal frech. So, wir brauchen jetzt einen etwas anderen Approach einfach. Du kannst gerne Waves droppen. Warum? Ob du jetzt eine Mini-Wave mehr oder weniger farmst, wird ja am Spiel nichts ändern, oder? Ja. Bist du denn der Meinung, du bist gerade strong? Nope. Honestly not. Aber lass mich die Frage anders stellen. Würdest du sagen, du bist vergleichsweise für deine Teamverhältnisse stark? Ja. Also verglichen mit der Diana, ja. Mit dem Atrox wahrscheinlich sogar auch. Bin noch so mit der Briar und dem Xerath der stärkste im Game wahrscheinlich. Wo liegt denn eure Stärke als Team?
reinfahren oder Xera poke und wir fahren dann rein? Du willst Hokus Pokus machen? Hokus Pokus? Ja, so, du willst sie so poken? Denkst du denn, die Gegner sagen, also, ja, Jungs, poken uns mal ruhig, kein Problem? Lass uns, nee, aber, also, ich sehe halt sonst nicht, wie wir, also, wie sollen wir solche Fights spielen? Ich muss ja, also, ich kann ja in den Fights nichts anderes machen als Rexar Yasuo hinten. Erstmal. Bist du, und ich glaube, ich glaube nicht, dass ich mit Static Shift die Rexar getötet bekomme zu dem State. Die ist halt extremely tanky. Von. Wir haben ja auch kein Reliable Engage oder irgendwie sowas, oder? Ja, eben. Was ist denn dann die Möglichkeit? Willst du Aram spielen gehen? Ja, nee, wahrscheinlich Picks finden. Okay. Also Sideline spielen und dann hoffen, dass sich irgendjemand dumm und gewonnen lässt. Du musst irgendwie versuchen, die zu picken. Du hast gar keine andere Wahl. Kaufst du Pink Wards, von mir aus campst du vielleicht ein Gebüsch, vielleicht gehst du auf die Sideline hin, aber selbst Sideline kann halt sehr, sehr schwierig fallen. Also ich finde, hier jemanden zu catchen, ist halt wirklich sehr, sehr schwer. Caitlyn kann von der Hälfte der Map nochmal mit eingreifen. Den Rek'Sai kann ich die ganze Zeit catchen. Also da kriegen wir halt nicht so wirklich was geschissen, oder? Ja, gar nicht. Deswegen ist der Partie ja ein bisschen schwierig. Aber du musst grundsätzlich nachgucken, auch nicht nur, wo sind meine Leute, sondern auch, wo kann ich hier so entspannt wie möglich versuchen, jemanden rauszupicken. Weil du auf eine normale Art und Weise dieses Spiel hier nicht mehr drehen kannst. Ja, weil bis dahin ist es jetzt einfach schon zu spät. Ja. Ich gehe auch hier nach Botlane und gucke auf den Yasuo. Ich bin eigentlich immer relativ confident, Yasuo zu win one mit Vayne. Auch über Windfall drüber. Ja, das also... Kann ja durchaus so möglich sein, das will ich jetzt hier irgendwie nicht ausschließen oder so. Aber wir müssen hier wieder einmal auf den gesamten Zustand des Spiels einfach einmal hingucken. Und der sieht nicht so doof da aus. Mhm. Ja, weil du kannst ja, wie gesagt, Rek'Sai kann ich rauscatchen, Caitlyn kann über die Hälfte der Map, die Senna auch nochmal. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, der Yasuo ist jetzt nicht ganz so weak, wie er vielleicht aussieht. Ja. Natürlich nicht, der ist auch wahrscheinlich zwei Level über mir oder so. Ist er? Ja, ja doch, ist er, ja klar. Ja, ist er. Also. Ja, genau, wirklich jetzt Botlane. So, aber auch so Xerath folgt uns halt, der weiß selbst gar nicht, was er machen soll. Also, also wenn du mich fragst, ist der halt gefillt. Oder hast du es? Wie bitte? Most likely, also, keine Ahnung, honestly, so fühlen sich Supporter in der Elo immer an. Die sind eigentlich nur, also die. Jetzt, okay, ich würde sagen, 30-40% von den Supportern spielen actually ihre Rolle, lass mich dann mal alleine auf Botlane, roam mal Mitte oder so, machen insane Shenanigans, aber es fühlt sich immer so an, als wären die Supporter entweder gigagut oder komplette Yuumi-Bots, die halt einen Mage spielen oder von mir aus auch einen Yasuo-Support. Das ist irgendwie immer sehr flippy, finde ich. Okay, pass auf, dann hast du dich jetzt gerade selbst gefickt. Warum übernimmst du dann wieder nicht die Verantwortung dafür? Aber, okay, wie übernehme ich Verantwortung dafür? In der Form, dass ich pingen soll. Der Bro weiß doch gar nicht, was du machen willst. Ja. Sag ich jetzt mal einfach so raus. Würdest du sagen, du hast irgendwie versucht, mit deinem Support zusammenzuspielen? Nee, nicht wirklich, weil, also, ja, I get what you mean. In dem Game war das ja sowieso nicht so, obwohl, ja doch, war ja possible mit Level 6 oder fair. Es geht ja generell, es geht auch generell darum. Also ich kann dich auch jetzt auch nur aufgrund von diesem Game bewerten. Ne? Also ich würde auch nochmal gleich gerne in ein anderes Spiel einfach nochmal so mit reingucken. Einfach nur zu gucken, okay, sind da irgendwelche Habits, sind da irgendwelche Sachen, die sich einfach mal öfters wiederholen? Ja, schon. Also würde ich auch jetzt machen, weil ich finde, wir haben hier schon ziemlich viel gesehen. Soweit erstmal Fragen zu dem Game? Nee. Alles gut. Wir haben ja, glaube ich, immer direkt sehr, sehr gut drüber geredet. So, nehmen wir einfach mal das hier, ne? Können wir uns einfach mal einen Win angucken? Ja, ist auch mal selten angenehm, also eine normale Diskussion darüber zu haben. Das war übrigens Magi Felix auf Support. Witzigerweise. Okay. Er hat wieder angefangen, auf seinem Support-Account zu spielen. Das war zum Beispiel das Game war eine insane schöne Abwechslung. Das habe ich gestern auch noch gespielt. Da einfach, du merkst halt direkt, der Supporter, der pingt halt auch, der wollte halt was machen. Und dann bin ich halt automatisch auch direkt, es ist so vielleicht ein bisschen. Ich denke mir zu sehr, die Leute sind zu sehr Schmutz. Ich war halt direkt viel, viel more hype, dem auch zu pingen, was abgeht in unserem ganzen Team. Weil das er mitspielt. Das ist so ein Mindset-Ding. Like, hör dir doch mal deine eigene Aussage jetzt an. Ja, obviously. Ich hab mich ja selber gerade gebullied, ne? Ja, quasi. Ja, absolut. So, und warum ist das so? Ja, der will dann ja auch mehr mitmachen. Guck mal, wenn du doch weißt, hey, mein Support, mein Lane-Partner denkt actually mit, der will auch gewinnen, der will auch mit dabei sein. Boah, dann kommuniziere ich jetzt auch mal zurück. Stell dir mal vor, du hast einen Supporter, der ist mega offensiv.
würde das dich nicht auch mehr, unabhängig jetzt davon, ob es richtig oder falsch ist, aber würde es dich nicht auch mehr reizen, weitaus proaktiver mit dabei zu sein? Ja, nee, natürlich, natürlich. Also das ist, ich würde jetzt Junge, Deutsch, schwere Sprache. Ich würde das jetzt nicht generally so sagen, dass ich weniger pinge mit Leuten, die weniger motiviert sind. Aber wenn ich halt sehe, dass ein Support mehr macht oder actually das Spiel spielt, jetzt einfach mal so frech gesagt, dann bin ich auf jeden Fall auch viel aktiver. Und das, auf der anderen Seite fällt mir das dann immer schwer und es ist immer sehr frustrierend, wenn man selber quasi sehr viel pingt und sehr viel Proaktivität zeigt, dann aber einfach die AFK Soraka unterm Tower da hinterherkommt. Super, dann nehme ich dich jetzt wieder hops. Ja, bitte, dafür bin ich hier. Woher willst du wissen, dass er so einer ist? Ich mache mal ein Beispiel, okay? Ich habe dir doch ja einige Sachen gesagt, die du von dir aus so gar nicht gesehen hättest, right? Ja. Okay, das heißt, wenn ich es dir nicht gesagt hätte, nehmen wir mal das mit den Items. Hey, unabhängig davon, ob Rage jetzt richtig ist oder falsch, ist Triforce hier besser, weil wir sind behind, wir müssen früh spiken und wir können nicht auf Item 3, 4 warten, damit sich dann das Rage-Bait dann ein richtiges Payoff ist. Right? Ja, klar. Okay, ja. Hört sich das für dich selbstverständlich an, wenn ich dir das so sage? Nee, nicht wirklich. Warum nicht? Weil das halt nicht meine Denkweise Nein. ist, dieses Unkonventionelle. Nachdem ich es dir erklärt habe, konntest du es nachvollziehen? Dann ist es, ja, klar, okay. Klar, natürlich. Und so ist auch League. Ja. Wenn ich jetzt, ich mach mal ein Beispiel, wenn ich jetzt Maggie Felix frage, wie würdest du die Lane spielen, würde er A sagen. Ich würde A machen. Wenn ich dich frage, sagst du C. Ja. So, das heißt, jeder sieht es anders und es ist ja Duo, Bot. Wir müssen ja beide... Ja, wir müssen kommunizieren. Genau. Jeder muss ja nur wissen, in welche Richtung es geht. Wenn du zum Beispiel sagst, ey, mit 6 all in, dann weiß er ja auch Bescheid. Wenn du dann auf einmal Ghost anmachst, Ulti Q in den Gegner rein, dann ist er ja auch nicht überrascht. Ja, klar. Denn wenn du es dann random einfach machst, ist er genauso überrascht wie der Gegner auch. Ja. Und dann ist wieder doof. Und dort müssen wir noch hinkommen. Also, du musst nicht zum krassen Shotcaller werden oder sowas, ne? Das verlange ich nie. Aber man kann ja Basic-Sachen, die man haben möchte, so wie, hey, ich will pushen, ich habe da ein Xerath neben mir, warum ping ich dem nicht, dass er pushen soll? Ja? Ist ja auch so eine Sache. Vielleicht willst du die Wave ausdünnen gerade. Vielleicht willst du Slowpush ansetzen. Vielleicht willst du jetzt auf diese Wave hard pushen. Ich habe keine Ahnung. Und er auch nicht. Woher denn auch? Ja, klar. Ja, das ist so ein Ding, was so ein bisschen über Frustration kam. Ich habe ja auch Anfang der Season in Diamond 1 gehockt mit 45% Winrate. Irgendwie so 30 Games negativ gewesen oder so. Und bin dann jetzt ja zum Glück wieder auf 51 mit irgendwie 9 Games positiv knapp. Ja. Und wieder hochgekommen. Aber es ist einfach, also Anfang der Season war für mich so frustrating und es hat sich einfach angefühlt, als würde niemand irgendwie Value im Spiel nehmen. Und dadurch habe ich das so ein bisschen verloren. Ich glaube, das habe ich vielleicht letzten Split mehr gemacht. Es ist fair. Ich sage nicht, du sollst nur hinterherlaufen. Ja. Ich sage auch nicht, du sollst irgendwie den Arsch abwischen. Ich finde aber, es ist fair zu sagen, hey Silphy, schau mal, ich habe jetzt versucht, ihm eine Minute lang zu pingen, ihm zu sagen, was ich machen möchte. Der möchte nicht drauf hören. Ich mache das nicht mehr. Ja. Sag ich, fein. Aber weißt du, was du am nächsten sagen kannst? I tried. Denn wir kommen ja nicht hoch in der Elo, weil wir mal ein Game gewonnen haben. Finde ich immer interessant. Ja. Ne? Wenn ich den Leuten sage, dass wir Replay durchgehen, dann geben sie mir immer ein gutes. Ja, aber irgendwie niemals ein schlechtes. So, es ist aber einfach, du gewinnst vielleicht mal ein Game, aber die Consistency macht dann ja auch den Spieler aus. Ja, natürlich. Es ist ja diese klassische Regel. Die Games, die man carryen kann, soll man dann ja carryen. Genau. Ja. Wenn in denen dann aber rausfällt, dann klappt man ja nicht. Okay, dann können wir aber auch jetzt mal ins Replay hier reingehen. Ja, sure. So, lass uns mal so gucken, was wir getrieben haben. Kannst du mir die Lane mal beschreiben? Also nicht, was passiert ist, sondern wieder einfach das Matchup, wie du es siehst. Das ist eine Hardwing Lane ab Level 3, meiner Meinung nach. Schon ab Level 2 eigentlich pretty good. Swain kann niemals seinen E hitten auf mich. Sollte in keinem Fall passieren. Jhin, Vi dürft mich auch nicht treffen. Die sind eigentlich extremely weak. Jhin, Vayne Matchup ist auch so Fan-Favorite von mir. Es ist halt Turbo-Free, das Matchup. Ja. So, ab spätestens Level 6 können wir die einfach runterrennen. Ja, so viel dazu. Also, ich kann auch actually gut in Lane traden mit Swain und so, weil wenn er seine E misst, hat der nichts. Der hat dann seinen Q-Spell, ich krieg Lulu-Schild, kann ihm 3 Autotracks geben, back offen. Ja. Was machen wir denn, wenn die Lulu von der E gehittet wird? Ich was außer Gegentraden. Short Gegentraden. So, also wenn ich dann halt Time Window hab, während der Swain die Lulu fokus, kann ich zurücktraden ein bisschen. Punishen wir instant zurück, right? Ja, klar. Was wird's sagen? Kann ich oftentimes nicht. Schätze ich, weil Jhin halt dann irgendwann dazukommt, wenn der Short Trade over ist. Aber ja. Warum nicht? Interessiert dich der Jhin?
Also wenn ich ins Wayne fokusse und der Jhin mich runterfokust, kann es schon knapp werden. Warum? Der hat schon ein bisschen mehr Schaden, als ich überlege. Kann er nicht einfach 100 auf 0 runter machen? Nee, das natürlich nicht. Wir haben ja 3 Pots. Aber ich glaube, du wirst auch sehen in der Lane hier, dass... ich glaube, Magi Felix stirbt am Anfang auch. Gegen Swain. Oh, ist der AFK? Ah, doch. Warte, warum geht der Jhin mal AFK? Warum hast du... Bro. True, das wusste ich gar nicht mehr. Moment mal, darum geht's heute gar nicht. Guck mal, am Anfang hitten wir an für die Kontrolle, richtig? Wegen Early 2 und so. Aber jetzt brauchst du gar nicht mal anzuhitten. Das kannst du ja schon sparen. Warum? Weil der Swain keine E hat. Wir haben ja jetzt schon die Kontrolle, right? Also, warum auch immer der Jhin steppt nicht ab? Ja. Das heißt... Der geht irgendwie die ersten 6 Level oder so AFK, actually. Oh Gott. Dann skippe ich das Game. Der ist actually AFK, geh aus dem Game raus. Ja, das macht gar keinen Sinn. Digga, da will er hier vor mir flexen mit so einem Piss-Game, der kleine Hund, Spaß. Vielleicht das 1967-Game, actually, wieso ich das nicht carryen konnte. Das ist nicht interessant. Das ist halt ein Lose. Können wir auch machen. Interesting. Ab hier scheinen wir zu strugglen. Nur 17. Ist vielleicht actually more interesting, Lose zu nehmen. Aber kommt ja immer darauf an, wo der Lose herkommt, ne? Ja, klar. Also das Game haben wir auch die ganze Zeit ahead, wie du, glaube ich, wie wir gerade im Goldcraften gesehen haben. Boah, die Botlane sieht aber nach Piss-Cancer aus. Minute. Ja, ist. Der Rakan war auch beyond toxic. Ja, der Rengar hat das am Ende gecarried, der war unkillable. Der Rengar war komplett unkillable. Auch für mich. Ist nicht drin gewesen. Hier bin ich auf Krakenslayer gegangen, wo so viel Melees. Warte mal kurz, ich will gucken, jetzt reißen die den Tower ein, oder? Yes. Okay. Ja, ja. So, warte mal, wie sieht denn das Game gerade aus? Hab ich das. Toplane sieht gut aus, Jungle ist fett gedifft. Ja. Rengar ist ein riesiges Problem für dich. Schon. Also geht, aber in Kombination mit Tarek Yasuo, das war horrible. War horrible zu spielen. Mhm. Ich kam halt nie an Yasuo, Tarek kam ich nie vorbei und dann steht halt irgendwann Rengar auf mir halt nach einer Zeit, nachdem der mein ganzes Team schon getötet hat. Ja, jetzt. Also du musst hier sehr viel Stress in dem Game machen. Ja. Du bist so die treibende Kraft hier. Hättest du die Botlane Wave noch mit annehmen können? Okay. Ja. Warum der PD? Weil Melees, Triple Melee, 4 Melees sogar. Und Easier Time Kiting. Digi! Also Digi, Easier Time Kiting, aber. Ich bitte dich, dass du hier nicht Triforce gehst, ist absolut cringe. But why? Erstens, ist der Triforce Damage so value in diesem Game? Pass auf, also erstens, du sagst zum besser kiten. Triforce hilft dir auch beim Kiten, right? Ja, klar, es gibt auch ein gutes Video. Das für mich Allerwichtigste ist, erstens, du musst früh spiken. Ja. Du hast keine andere Wahl hier. Du bist alle Kids. Zweitens, da ist, wie viel Leben ist da drauf? 300, glaube ich, oder so. Ja, irgendwie sowas. Also, die 300 Leben hier würde ich fett valuen. Besonders, wenn dann 7-1 Ränger einfach Amok läuft. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in dem Game war, aber ich hatte das Gefühl, dass ich die HP nicht gebraucht habe, glaube ich. Das kann ich nicht sagen. Aber. Was habe ich denn danach gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Ob ich jetzt danach Trinity an der Themas Ranwins oder sowas baue? Du brauchst eigentlich keinen Damage im Moment. Lass mal nachgucken. Danach habe ich Trinity gekauft, ja. Also, ob du dir danach noch ein PD holst, kann ich später nochmal nachgucken, ne? Aber hätte ich nicht getan. Ich hätte mir danach das Ranwins geholt, auf jeden Fall. Boah, aber ich feiere das hier gar nicht. Ja, weil der Power Spike zu spät ankommt. Yes, weil mit Kraken Triforce habe ich. Ich muss ein Bäuerchen machen. Mit Kraken Triforce hast du sogar so genug Damage für das ganze Game, mehr oder weniger. Und das Ranwins stellt einfach sicher, dass du nicht verreckst. Jetzt drückst du aber alles ein Item nach hinten. Also, das Problem ist, ich fühle irgendwie. Also, Trinity fühle ich in Games, wo ich extrem ahead bin. Aber wenn ich mich recht erinnere, hat sich das Game gar nicht so angefühlt, als wäre ich so extrem ahead gewesen nach dem Krakenslayer. Du bist 9-3. Was brauchst du denn noch, damit du dich extrem ahead fühlst? Ja, klar, aber ich habe einfach oft Games, wo ich Trinity, letzte Season habe ich auch extrem viel Trinity Kraken gespammt und das hat sich immer so underwhelming angefühlt im Vergleich zu Rageblade oder sonstigen Items. Okay. Ich weiß nicht. Es ist einfach so ein Feeling. Ich probiere es auf jeden Fall nach unserer Session hier nochmal aus. Also, ich kann gerne mal nachgucken. Lolalytics. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall. Es ist Most Bought Item. Vayne. Ich mal einfach mal auf. Dann werde ich mal reingucken.
Ich glaube, an Vayne's Items wurde auch nichts verändert in dem Patch. Ja, doch. Nee, also, nicht. Es ist eigentlich in Anführungszeichen das Einzige, was Leute bauen, ne? Ja, klar. 99% Second Item. Das hier ist aber auch interessant, aber es ist wahrscheinlich gegen so Only Tanks oder sowas. Ja, das ist dann gegen Triple Melee Tank Kombos, wo dich ja auch keiner anfassen kann. Aber Borg ist ja. Borg ist so teuer. Zum Beispiel hier, du solltest Rakan und Vi die ganze Zeit bei dir haben. Die müssen nur mit dir rumlaufen und du gehst überall hin. Ja, aber ich weiß, dass in dem Game der Rakan war beyond toxic. Der hat nichts mehr anderes gemacht als Hookpings zu spammen, so wie ich weiß. Ja. Und irgendwie, der ist early einmal gestorben an den beiden und meinte dann, dass Vayne Level 1 muss ja Yasue condemnen können. So, nach dem Motto. Keine Ahnung, ich glaube, den hatte ich dann auch gemutet, weil das war unbearable. So. Hm. Das war schwierig. Das ist, glaube ich, so eins der Paradebeispiele für, ja, wenn der Support halt dann toxic ist oder ausläuft, so, dann bin ich nicht so wirklich der Pinger danach. Der hat aber, glaube ich, danach sogar noch gute Sachen gemacht, so ist nicht. Okay, dann pass auf. Als ADC haben wir, ich sag immer, ADC hat zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder holst du deine Mates zu dir hin, oder... Ja, ich geh zu Mates, ja. Okay. Und dein Ghost hier war scheiße, by the way. Nicht, weil wir die Lux nicht bekommen haben. Sondern, was wäre der Payoff aus dem Kill? Gar nichts. Gar nichts. Dann ist es nicht worth it. Du bist zu wichtig für dieses Spiel, als dass du... Als dass da Ghost zünden kann für einen Kill. Yes. Ja. Okay. Ja. Okay. Eine Ulti halt auch nochmal. Also, ich bin mir ziemlich sicher, du könntest hier confident reinlaufen, wenn du noch beides abgehabt hättest. Der Arme. Boah, wie lange dieser Fight einfach dauert. Fehlt dir halt einfach auch eine Menge Power und hat jetzt auch noch deinen Flash gekommen. Kettenreaktion. Nee, Flash, für das Flash, das habe ich nur gemacht, damit ich das Shutdown kriege. Nee, aber ich meine, du hättest auch einfach Ghost auch in dem Fight, können wir es noch gehabt hättest. Ja, klar. Ja. So, warte mal. Eigentlich willst du dich nur prügeln. Du willst nur die beiden Lennox bei dir dabei haben. Also es ist einfach nur Farm oder so. Auch wieder so eine Situation. Wenn wir jetzt Summoner Spell Mega hätten, hätten wir hier auch wieder härter committen können. Du bist quasi jetzt das ganze Game ein Summoner Spell behind. Nein, wir wollen fighten. Kümmere dich darum, also ich weiß nicht, ob ihr den Fight jetzt gewinnt oder nicht. Kümmere dich darum, dass du wieder mit den anderen rumläufst. Dass ihr gemeinsam das hier einfach contesten könnt. Weil du hast es hier auch ein bisschen auch drauf ankommen lassen, oder nicht? Ach so, ja klar, ich habe den Fight extrem provoziert hier auf Sideland. Das war auch noch giga close. At least we're winning. So, jetzt sind wir fast tot. Muss immer noch von dem Ringer ein bisschen aufpassen. Sind jetzt ein bisschen delayed. Ich hoffe, bei denen ist auch alles fein. Genau. Ich verliere jetzt so manchmal so ein klein wenig den Überblick, weil ich halt sehr schnell durchgucke. Ja, klar. Das hat der Ringer immer gehindert. Jetzt Nash zum Beispiel. Scheiß drauf, geh einfach in die Base. Ich weiß nicht, ob du Gold hast. Für den Ruby Crystal, I guess. Kümmere dich halt darum, dass du so schnell wie möglich dann hochkommst. Lass uns doch um den Nash herumfighten. Du bist doch jetzt noch gerade stark. Guck mal, die prügeln sich da alle ohne dich. Ob die das jetzt gewinnen oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es der Gegner verkackt hat oder ob die es besser gespielt haben. Ja, das war so. Das war. We don't talk about it, Auf einmal bricht ja alles zusammen. Huh. Guck mal, direkt wieder. Verlieren wir den Nash. Wie haben wir das verloren? Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir 2000 Gold in den Ränger gefandelt haben. Es ist aber auch nur eine Vermutung. Ja, keiner. Was sagst du so? Ja, absolut. Was soll ich dir sagen? Einfach so, was du jetzt so zum Gesamten hier sagst, was wir hier so gemacht haben. Gechillt, I guess. Und nicht Lied ausgespielt. Pretty much. Und I mean, es ist ja jetzt auch gerade egal, in welches Game wir reingucken. Wir sind ja irgendwo immer noch relativ gleich bei dem, was du tust, oder? Du spielst quasi drauf los, in Anführungszeichen. Dann hast du dieses Mindset mit, ja, ich farm dann halt einfach mal. Und selbst dann, wenn du dann dein Scaling hast, ist was? Dann spielst du nicht aus. Spielst du nicht aus. Oder aber bis dann bricht schon alles zusammen. Oder es war einfach nicht der Zeitpunkt dafür, weil du der einzig tragende Faktor in dem Spiel warst oder bist. Ja. Okay. Dann können wir mal, also sagen wir mal, wenn ich die Sachen adapte, was mache ich denn, wenn Team basically nicht für Winco, also wenn die nicht properly spielen? Heißt, wenn Rakan Vi wirklich nur useless Aktionen machen und
selbst wenn ich da folge oder die mir, also wenn die mir folgen, sure, aber was mache ich, wenn ich denen folgen muss, aber halt das immer kompletter Grief ist? Dann griefst du einfach mit. Okay. Also, hört sich jetzt dumm an, dass ich ja, das so sage. Ja, ich, I get what you mean, though. Aber du hast keine Wahl. Ja, okay. Ja, das ist so schwer für mich. Du kannst ja nicht also jedes, also pass auf, ich finde, das ist kacke von dir, dass du das so sagst. Also, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an. Weil, und jetzt kommt das Wichtige, wenn du etwas machen sollst und nichts tust, ist es eine Sache. Wenn die aber etwas tun, obwohl die etwas machen müssen, ist es wieder eine andere. Du kannst ja auch nicht jedes Spiel gewinnen. Klar, obviously. Ja, klar. So, aber wenn du keine andere Möglichkeit hast, dann gehst du dafür. Auch wenn die Chance nur 10% ist. Okay. Also nicht im Sinne von, oh, du siehst einen Fight direkt flippen, sondern hey, also wir gehen jetzt davon aus, ich habe jetzt nur noch eine 10%ige Chance, das Game zu gewinnen. Wenn die da flippen wollen, flippst halt mit. Wenn dein Team einen Nash-Call macht und der ist bad, dann sagst du auch nicht, ja, fickt euch, das macht ihr jetzt alleine, ich bin weg. Du gehst wenigstens in die Nähe hin. Ja, das ist auch eigentlich eine Regel, die ich lange befolgt habe. Eigentlich ein schlechter Call mit dem Team ist besser als ein guter Call ohne Team. Genau. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Regel, aber irgendwie... Ja, wenn ich drüber nachdenke, habe ich irgendwie ein bisschen verloren, weil das zu frustrating war. Du musst ja auch... Komm. Ja? Ja, alles gut. Du musst ja auch eine Alternative präsentieren. Ja. Du kannst ja nicht einfach sagen, nö, wir machen nichts. Nee, das Spiel... geht ja nicht. Ja. Wenn du keine Alternative hast, hören die Leute auch nicht auf dich. Also ich würde auch nicht auf dich hören, weil warum auch? Wenn du es besser weißt, Bro, wo ist die Alternative? Mhm. Ja, klar. Hast du denn Fragen? Irgendwas, was du nicht verstanden hast? Irgendwas noch verstehen möchtest. Nee, nicht so wirklich. Ich habe ja eigentlich ein paar Sachen, die ich adapten kann. Okay. Dann, wenn du nichts hast, dann wäre ich jetzt auch erstmal fertig soweit. Ja, ich auch. Ich bedanke mich. War sehr angenehm. Ebenfalls. Und dann wünsche ich dir dann noch einen guten. Ja. Aus rein dann. Bye-bye. Bis dann, TY.